Hi meine Lieben, ja heute gibt es einen großen DM-Haul von mir. Ich war die letzten drei Wochen ungefähr wieder fleißig einzeln bei DM einkaufen und habe mich jetzt auch riesig gefreut, dass jetzt Essence und Catrice und mittlerweile auch P2 die große Sortimentsumstellung haben. Und dann habe ich natürlich da auch gleich mal vorbeigeschaut und habe ein paar Sachen gefunden, die mir sehr gut gefallen haben. Wir fangen mal an mit P2. Die haben wieder einiges, also die haben richtig viel umgestellt. Ich glaube, die hatten so die meisten neuen Sachen irgendwie. Die haben diese High Shine, nein, die heißen Volume Gloss, High Shine, Volume Gloss G-Look Polishes. Da haben sie wieder ein paar neue Farben. Ich habe jetzt hier die 150 Cute Girl. Das ist so ein schöner Nude-Ton. Ich mag das total gerne. Und von P2 diesen Sand Style, da gab es ja auch schon so einige. Jetzt haben sie wieder ganz neue Farben und das ist jetzt die Farbe, oh je, man kann es kaum lesen, 070 Pretty, ja. Und der changiert so schön und ist so, ja, so ein wunderschönes rosa, so beige-rosa Mix und ganz viel Glitzer-Sand-mäßiges drin und der deckt auch richtig gut. Den habe ich jetzt zum Beispiel auch hier drauf und ich kann mir auch gut vorstellen, ich glaube, das werde ich auch ausprobieren, alle Nägel in dem hier zu lackieren. Oh, da habe ich irgendwie, ja, beim Nagellackieren hier noch rote Spuren hinterlassen. Ja, alle in diesem Look, in dieser Farbe zu lackieren und dann diesen einen hier, weil das ja so eine ähnliche Farbe ist, ja, so als herausstechendes Merkmal zu lackieren irgendwie. Ich finde das immer schön, hier so einen extra Nagel zu haben. Kann ich mir super vorstellen, werde ich auch noch ausprobieren. Und wie gesagt, der ist super deckend, ich finde den richtig top. Dann habe ich mir aus dem P2-Sortiment diesen Eyeliner geholt. Das ist der 100% Black Easy Liner. Und erst wusste ich gar nicht, was davon ist die Kappe und was davon das Produkt. Und man macht es so auf, dass das hier leider der ganze Stift ist. Den braucht hier keiner so lang. Und das ist eigentlich die ganze Flüssigkeit. Ja, und ich bin gespannt, wie der so ist. Denn ich mag ja Eyeliner unendlich gerne. Ich benutze den ja so oft und ja, bin ich gespannt, wie der so sein wird. Die hatten jetzt auch mehrere Eyeliner. Ich glaube, das waren drei verschiedene Eyeliner, aber der hat mir so irgendwie am besten gefallen. Dann hat Essence noch Lippenstifte neu rausgebracht. Die sehen so aus, so schlichte, schwarze, richtig hübsch. Und die haben jetzt keine besondere Bezeichnung, glaube ich. Nö. Aber die entdeckt man, also die übersieht man nicht. Und da habe ich mir zwei Rottöne gekauft, ganz normal. Also ich liebe ja Rottöne, vor allem jetzt, so im Herbst, Winter dann. Das ist einmal die 03 Dare to Wear, schönes Rot. Und einmal eins, was ein bisschen ins Pinkere reingeht, 04 On the Catwalk. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Und ich habe die auch schon mal aufgetragen. Sie lassen sich, also sie sind schön cremig, aber verrutschen nicht so arg. Und ist für Essence echt eine ganz gute Qualität und für den Preis kann man auch nichts sagen. Dann habe ich von Catrice einen Ultimate Color Lippenstift noch. In 270 Material Girl. Das ist so ein richtig schönes Pink, aber so richtig bärig. Also schon, das geht schon fast in die Richtung leicht violett. Mag ich aber sehr, sehr gerne und ist so natürlich matter dann und ja, sehr, sehr hübsch. Dann habe ich von Essence Pure Skin diese Purifying Nose Strips geholt. Da schwärmen ja immer alle davon, das wollte ich das auch unbedingt mal ausprobieren. Bin mal gespannt, wie das so ist. Das ist jetzt hier für diese Nasenpartie. Gibt es auch noch für Kinn und Stirn, aber ich habe gedacht, ich probiere es jetzt mal mit dem hier. Dann habe ich mir von Ebelin so einen kleinen Haarreif, jetzt nichts Spektakuläres, aber so einen kleinen Haarreif eben gekauft, damit man die Haare einfach gut zurückmachen kann. Und ich dachte mir schon, ob der irgendwie nicht so klein ist, also in Wirklichkeit sieht der so klein aus irgendwie. Aber der ist schön biegsam und ja, war jetzt nicht so teuer, dann dachte ich mir, ich hole mal wieder einen, weil mein anderer, der ist so ewig alt und schon ausgeleiert und ja, ich wollte einfach einen kleinen, normalen neuen. Dann habe ich mir von P2 aus dieser Matte Dream Eyeshadow Reihe einen neuen geholt. Das ist 020 Brown Chic und ich liebe diese Matten von dem. Also ich habe auch dieses Brown Delight, heißt das glaube ich, das ist ein hellerer Ton.
Jetzt wollte ich mal den hier ausprobieren, denn so schlecht pigmentiert sind die gar nicht. Und der hier ist auch wieder echt super. Und ja, der musste dann einfach mit. Dann habe ich mir noch einen ganzen Packen Haargummis geholt, ohne diese silbernen Klipse, weil die einfach angenehmer zu tragen sind und sehen auch schöner aus und sind für die Haare besser. Habe ich mir so 12er Packen geholt bei, Ebelin DM. Und die halten auch ein bisschen was aus. Die hatte ich schon mal und bin sehr zufrieden damit. Und die verschwinden wie bei mir natürlich auch irgendwo. Und die Hälfte findet man nie mehr wieder. Und ja, deswegen habe ich nochmal so 9 Packen geholt. Dann ist jetzt nichts groß Spektakuläres mehr in dieser einen Tüte. Jetzt habe ich noch meine Zahnpasta hier drin. Die kaufe ich mir am liebsten. Ich mag die vom Geschmack und ich bin überzeugt, dass die irgendwie das tut, was hier unten auch drauf steht. Also scheint ganz gut zu sein. So, ich habe 3 Tüten, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Dann habe ich von Balea, da ja dieses Grapefruit, war das Pink Grapefruit? Nein. Jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Ach, das vom letzten Mal, was ich so toll fand. Ist auch so eine pinke Verpackung, geht aber aus dem Sortiment. Und ich habe so was Ähnliches jetzt gefunden. Es hat so ein bisschen so orientalischen Touch irgendwie von der Musterung. Und heißt Pink Flame. Und das riecht auch so, so, so lecker. Oh Gott, das riecht sehr, sehr gut. Und das ist jetzt neu. Ich bin ja gespannt, wie das jetzt im Sortiment oder wie lange das im Sortiment bleibt. Meistens ist es ja echt nicht so lange. Und ja, ich habe jetzt halt nochmal eins geholt. Ich sprühe mir das bald überall hin. Ich sprühe das auch gerne in die Schuhe, damit die gut duften und so. Ja, ich liebe das. Dann habe ich mir meinen Augenbrauenstift nachgekauft, da meiner jetzt gerade leer geworden ist. Und der war noch so lang ungefähr. Also dieses Stiftchen war so lang ungefähr. Und trotzdem ist es irgendwie, da war nichts mehr drin. Also da ging nichts mehr. Die Spitze fiel dann raus und dann war das innen hohl. Was soll denn das? Also irgendwie, als wäre es nicht ganz gefüllt gewesen. Ich habe den jetzt echt aufgebraucht. Das hat echt lang gedauert, weil so ein Stift ist schon lang, ne? Und ja, das ist mein Liebster von Catrice, den Eyebrow Stylist in der Farbe 020 Date with Ashton. Ja, den benutze ich jetzt schon, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder länger. Bin super zufrieden damit. So, dann habe ich mir einen neuen Rasierer gekauft, den ich aber schon benutze. Deswegen zeige ich euch jetzt nur die Verpackung. So sieht die ungefähr aus. Das ist von Balea, diese, ich weiß nicht, ist das so Limited? Nein. Ja, es ist Balea Mystic 3 Klingenrasierer und hat halt so eine schöne Verpackung und alles. Und der ist so scharf. Also ich hatte eigentlich immer die von Wilkinson und von Venus Gillette Ding. Aber jetzt habe ich mir gedacht, für 3 Euro von einem Rasierer mit 2 Klingen, dachte ich mir, den holst du dir jetzt einfach mal. Einfach mal zum Ausprobieren. Bei 3 Euro hat man jetzt nicht so viel verloren. Und der ist so abartig scharf, muss man sagen. Also ich habe mich gleich am Knie geschnitten und normalerweise schafft es eher selten. Also der ist wirklich richtig scharf, da muss man richtig aufpassen. Und ja, bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Also hätte ich nicht gedacht von Balea irgendwie. Ich dachte, da wäre die Qualität dann nicht so top bei Rasierern. Aber falsch gedacht, echt eine Empfehlung. Dann habe ich mir fürs Bad, da ich das alles immer so in so ein Kästchen drin habe, egal ob das irgendwelches Rouge ist oder irgendwelche, was weiß ich, Augenprodukte, egal, habe ich mir gedacht, ich hole mir jetzt mal was Richtiges, wo alles so schön reinpasst. Und das war jetzt auch nicht teuer, das hat knapp 4 Euro bloß gekostet. Und dann gibt es hier so Behälter, einmal so unterteilt nochmal hier und einmal ein größeres. Und hier kann man auch Lippenstifte oder ähnliches reinmachen und ein längeres. Und habe ich mir gedacht, das gönnst du dir jetzt mal, das holst du dir jetzt mal, das sieht auch besser aus. Und ja, bin ich jetzt froh, dass ich das nach 2 Wochen endlich gescheit einräumen kann, weil es die ganze Zeit hier lag in der Tüte. So, dann habe ich mir ein Rouge, Quatsch, ein Rouge, ich schaue es an und sage zu dem hier ein Rouge, ne? Ein Bronzer geholt, das ist von Catrice, ich glaube, das ist neu, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Den Sun Glow Matte Bronzing Powder in Medium Skin. Also die haben irgendwie 2 Farbtöne, einmal in 020 und das ist jetzt 030 Medium Bronze. Aber irgendwie hat mir der besser gefallen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber ja, ich habe mir jetzt den geholt. Normalerweise hole ich mir immer die für den allerhellsten Hauttyp überhaupt. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Den habe ich auch heute drauf, nur bei dem Kunstlicht. Naja, sieht man jetzt nicht so mega. Aber ich finde den sehr schön natürlich und man kann den auch nicht so schnell überdosieren. Also der gibt nicht so wahnsinnig viel Produkt ab, aber das ist bei diesem Bronzer eigentlich sehr, sehr gut. Da kann man schön rein und dann ist das auch okay. Und ja, bin ich sehr zufrieden damit.
Dann habe ich mir von Catrice noch einen Lip Liner in Knallrot gekauft. Wobei es mir so Dunkelrot-Mix. Ich hatte schon mal einen von Catrice, aber ich finde den irgendwie nicht mehr, ganz komisch. Das ist jetzt die Farbe 070 The Roof is on Fire. Und der ist, wie gesagt, eben knallrot und ich finde den toll. Also ich mag den. Manchmal male ich mir auch noch so die Lippen mit aus und gebe noch einen Pflegestift drüber. Der ist richtig toll, weil bei roten Lippenstiften muss man schon ein bisschen vorzeichnen. Weil ich finde, da schafft man es nicht so, die Kontur zu halten, außer man gibt es jetzt mega Mühe. Aber normalerweise erleichtert das einem schon das Ganze auf jeden Fall. So, dann ist die Tüte auch leer. Dann habe ich mir, Moment, haben wir jetzt das ganze Make-up-Zeug durch? Ja. Dann habe ich mir, ich zeige das jetzt in einem, mega viele Riegel gekauft. So, Moment, da ist noch einer. Ja, gut. Das hier alles. So rum. Diese ganzen Riegel habe ich mir geholt jetzt, weil ich ja jetzt mehr Sport mache. Und ich habe einfach mal Lust gehabt, diese Eiweißriegel auszuprobieren, die nochmal diesen ganzen Muskelaufbau unterstützen und sättigend sein sollen und so. Und da muss man Acht geben, da gibt es so ein paar Produkte, die sagen, es wäre ein Eiweißriegel, aber es hat dann mehr Kalorien, also mehr Kohlenhydrate wie Eiweiß. Oder genauso viel und das ist dann nicht ganz der Sinn der Sache. Ich habe auch ein paar davon, glaube ich, erwischt, aber das sind so die meisten, wo wenigstens 30% Eiweiß drin ist. Und das sind schon die höheren. Einmal habe ich hier diesen Power System Professional Eiweißriegel mit 35% Eiweiß und der soll nach Himbeerbiskuit schmecken. Dann habe ich nochmal genau den gleichen mit Joghurtgeschmack und die isst man halt nach dem Sport. Also mehr als einen Riegel isst man dann nicht, also statt sich den Magen voll zu stopfen mit irgendwelchem Essen, isst man dann so ein. Dann habe ich so ein Power Bar oder wie sich das nennt. Nach was schmeckt denn der? Vanilla Cream? Nee, Vanilla Caramel Crisp. Bin ich auch mal gespannt, wie das schmeckt. Dann einmal ein mit Low Sugar, also weniger Zucker. Und das ist so ein Mixed Berry. Und diese hier hatte ich auch schon öfters mal. Die sind eigentlich auch ganz gut. Das ist ein Schokoladenbrownie. Und der schmeckt echt nicht schlecht, also so auch für zwischendurch. Der hat jetzt auch zum Beispiel die wenigsten Kalorien, glaube ich. Ja, der hat jetzt 108 Kalorien für diesen einen Riegel, das geht. Also der schmeckt jetzt nicht so schlecht. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen am Rumtesten und lese mir da gerade einiges durch mit so Eiweißsachen, aber ich will kein Eiweißpulver in irgendwas auflösen. Deswegen probiere ich das mal mit solchen Riegeln als Schoki-Ersatz auch so ein bisschen. Ja, das war's dann jetzt mit meinem Haul vom DM. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!